Hallo zusammen, es ist der Freitag, der 24. März. Wir haben 17.37 Uhr. Börse ist erstmal zu. War wieder ein hektischer Tag. Aber ich muss euch zuerst was zeigen. Ich habe heute ein neues Wort gelernt. Und zwar in dem Facebook-Chat von DAX Trader von Finanzen.net hat heute Morgen einer irgendwann zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr einen Bericht reingepostet. Da ging es um Cannabis. Und zwar, dass die amerikanischen Cannabis-Produzenten durchaus bereit seien, wenn in Deutschland es losgeht. Da gibt es einen Herrn Toniolo. Wenn Cannabis in Deutschland legalisiert würde, könnte er schnell hochwertiges, jetzt kommt's, Freizeit-Cannabis liefern. Ich habe so gelacht. Freizeit-Cannabis. Nein, klar, wenn es medizinisches Cannabis gibt, dann muss es auch irgendwas anderes geben. Aber den Ausdruck Freizeit-Cannabis, ja. Also Martin, vielen Dank fürs Posten. You made my day. Ich habe so gelacht. Dann noch eins, weil ich halte mich für einen guten Händler und auch für einen guten Analysten, aber ich bin ganz schlecht im Marketing. Deswegen, ich vergesse das immer wieder, das zu zeigen. Das ist am nächsten, am 1. und 2. April. Nächsten Samstag und Sonntag mache ich nochmal so ein Webinar, weil die ersten beiden eben, ja, die kamen ziemlich gut an. Da, ich will nur 5 bis 7 Leute haben. Mehr will ich nicht haben. Da müsst ihr Kontakt mit mir aufnehmen über schlegel-trading.com. Und da stehen unter dem Reiter Seminare, steht auch drin, worum es da geht. Das ist kein April-Scherz, vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch was, aber da mache ich am Dienstag die Aufnahme zu. So, und jetzt gehen wir in DAX. Ne, wir gehen nicht in DAX. Wir machen zuerst Deutsche Bank. Da guckt ja heute jeder drauf. Hier ist die Deutsche Bank. Tageschart, eine Kerze, ein Tag. Also das erste von dem High, was sie da neulich hatten, am 30.01., haben wir jetzt 35% heute in der Spitze verloren. Das ist das Erste. Und was soll ich sagen, ich habe letzte Woche, habe ich hier mal welche gekauft, aber dann auch gleich hier quick and dirty schnell das rausgemacht. Ich habe dann nichts gekauft, ich habe auch am Donnerstag nichts gekauft, ich habe dann heute wieder angefangen. Das Zauberwort ist CDS, ja, Credit Default Swaps oder wie es so schön heißt, also auf Deutsch wird es oft übersetzt mit Kreditausfallversicherung. Da sind die Preise anscheinend erheblich gestiegen und das ist der Grund. Und natürlich UBS und CSFB stark gefallen. Das kommt natürlich dann alles dementsprechend dazu. Ich habe bei 9 gekauft, bei 8,5, das ist hier, und bei 8. Jetzt stehen sie 8,59, waren eben sogar schon 8,75. Ich habe nicht diese Angst, die da überall verbreitet wird, von wegen, dass sie jetzt auch gleich pleite sind. Ich habe es nicht. Glaube ich nicht. Ich liege trotzdem drin, auch mit 7,5 Geld, mit, warte mal, wo war das letzte? War bei 8, ja, 7,5, mit 7, auch 6,5 und 6. Aber jetzt ist mein Schnitt 8,50 und ich bin bereit, bei 9 wieder einen Teil zu geben. Und wenn die verkauft werden bei 9, würde ich den Kurs stellen, irgendwas mit 8 zu 9,5. Wenn die verloren gehen, dann bin ich 8,5 zu 10. So mache ich das. Das Wichtige, wenn ihr sowas macht, ist zum einen, ich habe keine K.O.-Scheine genommen, weil da gab es teilweise auch gar keine Preise. Oder wenn, waren sie sehr breit. Ich habe das tatsächlich in Aktien gemacht. Und das Zweite ist, wenn ihr sowas probiert, darf die Position niemals zu groß werden. Das darf nicht wehtun. Selbst wenn ich jetzt alle 50 Cent nach unten kaufen würde bis 5, ist das höchstens 3% vom Depot. Mehr ist es nicht. Und wenn das dann wirklich, wenn die wirklich pleite gehen sollten, was ich echt nicht glaube, dann tut es mir nicht so sehr weh. Dann werde ich irgendwie auf Französisch eine halbe Stunde rumfluchen, weil da klingt das schöner und die Nachbarn kriegen es nicht mit. Aber es darf er nicht umbringen. Das ist das Einzige. Wer jetzt hier gleich mit vollem Size reingeht, der wird zappeln, der wird ängstlich sein. Das wäre mir auch zu großes Risiko. Aber so mache ich das. So, was ist die Deutsche Bank? Jetzt gehe ich mal hier mal rüber. Das ist schon ein sehr starker Supporter, dieser ganze Bereich. Und die sind jetzt einmal hier komplett durchgereicht worden. Und man sieht dann aber auch gleich die Gegenwehr. Es wurden schon verschiedene Internetberichte gemacht, wie viele Leute da short waren und wie viele Hunderte von Millionen sie verdient haben. Mir ist aufgefallen, dass heute Nachmittag, jetzt muss ich gerade mal schauen, wo der DAX jetzt in der Sekunde ist, heute Nachmittag sind die nicht mehr gefallen. Ja, die waren, glaube ich, bei 7,90. Aber sie sind nicht mehr gefallen. Ja, also wenn da einer short war, muss er auch zusehen, dass er das Zeug wieder reinkriegt. Also ich habe da jetzt nicht so große Angst. Ich präferiere allerdings, muss ich dazu sagen, die Commerzbank. Commerzbank hat hier nur 30% verloren.
Und die bauen sich hier gerade eben so ein kleines zweites Standbein auf. Die Bänder gehen immer noch auf. Also es ist nicht großartig positiv, aber ich habe hier das Gleiche gemacht. Bei 9, bei 8,5, jetzt liege ich bei 8,75, liege ich 20 Cent vorne. Ich lasse das erstmal laufen. Guck mir das an. Ich glaube auch nicht, dass man hier auf die Technik so sehr schauen kann. Wir hatten, jetzt muss ich mal zurück zur Deutschen Bank, hatten wir sowas schon mal im Juni letzten Jahres. Das war hier. Da hieß es auch, die CSFB ist pleite und da sind alle Banken unisono komplett in den Keller gegangen. Komplett. Das war für mich ein besonders ärgerlicher Tag, weil ich hatte auch Optionen und ich war ganz fest davon überzeugt, ich habe einen Stop drin von 80 Cent für den K.O.-Schein. Warte immer, wieso kommt da keine Ausführung, was ist denn da los? Und ich habe mich verhauen, ich habe nicht 80 Cent eingegeben, sondern 8 Cent. Das war mega ärgerlich. Ja. Dann ging es noch ein bisschen runter und dann hat sie halt hier diese Wanderung nach oben gemacht. Wer den Film gesehen hat, ich gehe jetzt hier langsam auf den DAX, wer den Film gesehen hat vom NTV, was ich letzte Woche gemacht habe, dann habe ich dann auch gesagt, ja, was wollt ihr überhaupt? Wir sind doch nur 6% gefallen im DAX. Sowas macht die Deutsche Bank in einer halben Stunde. Ich meine, dass sie dann 15% mal an einem Tag runtergehen, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber vor allen Dingen mein Grinsen dabei. Könnt ihr nochmal schauen, das ist auf NTV unter NTV Börse Zertifikate, da ist das drin. So, und jetzt sind wir wieder beim DAX. Also, wir haben nach wie vor dieses fette Problem hier mit der 20-Tage-Linie und diesem Bereich von den 15.270 bis 90. Hier war das, der Hochpunkt war mal 98 sogar. Für mich ist grundsätzlich der Markt, der ist frei, wenn wir diese Kerze hier rausgenommen haben, mit gleichzeitigem Überbieten von der 20-Tage und diesem Punkt, erst dann kann man mal komplett von einer Entwarnung sprechen für weitere 3, 4, 500 Punkte nach oben. Das ist aber bei mir dann erst so bei 15.320. Ich finde, der hat sich heute Nachmittag, wenn ich das hier sehe, wir waren heute Morgen bei 14.800, hat er sich gut gemacht. Das ist nach wie vor ein Eldorado fürs Daytrading. Anders kann man es nicht sagen. Und ich empfehle nochmal, geht in die kurzen Zeiteinheiten, da drehen sie schneller. Wenn man hier auf eine 4-Stunden-Kerze wartet, das kann sehr lange dauern. Und da kann der Markt in der Zwischenzeit 200 Punkte hoch oder runter gegangen sein. Ist zu lang. Aber über den Tag hinaus ist das hier dieser Punkt, ist der Widerstand, den es zu brechen gilt, um positiv zu bleiben. Unterstützend wirken jetzt verschiedene von diesen Fibo-Zonen. Das 61er hatten wir schon gesehen. Bei 14.747 ist dann hier auch das 50er. Das sind Unterstützungen. Aber solange wir unter der 20-Tage-Linie bleiben, kann der immer mal wieder sich hier unten aufhalten. Von der Technik her sind wir wieder leicht negativ geworden, sowohl über den Trendfolger als auch über die Stochastik. Da ist noch nichts zu gewinnen. Also wirklich long gehen. Man kann das immer mal probieren, wenn wir mal so 200, 300 Punkte verloren haben, dass man sich mal was nimmt, aber dann bitte klein und auf die Gegenbewegung von 50, 100, 150 oder heute sogar 200 Punkten zu spielen. Das kann man machen. Aber möglichst mit kleinem Volumen. Also, solange das hier drunter bleibt, der Markt hier drunter bleibt, ist er bei mir nach wie vor angeschossen. Aber ich finde die Angst zu groß. Heute war halt sehr viel den Banken geschuldet. Der Deutsche Bank momentan 8,2, Commerzbank 5,1, BNP 5,1. Hatten wir noch die ING, die habe ich rausgenommen vorhin. Also, es sind überwiegend die Banken. Auf der anderen Seite haben wir auch ein paar wirklich gute, stabile Werte. Heute waren es mal die Merck, die SAP waren ganz gut. Die Telekom kommt nicht runter. Und von daher, ich nochmal, ich habe nicht so viel Angst. In dem Interview habe ich gesagt, dass ich rechne bis Ende Juni mit einem Range Trade von hier 13.800. Hier ist die 200-Tage-Linie bei 13.880. Also 13.800 bis 15.800. Ich sehe keinen Grund, die Meinung irgendwie zu ändern. Ja, also das glaube ich. Und wir sind jetzt momentan mehr oder weniger mittendrin. Wir haben 900 Punkte nach oben und wir haben, naja, 1100 Punkte nach unten. Ich glaube nicht, dass wir hier oben rausschießen. Ich glaube nicht, dass wir hier unten rausschießen. Nicht in den nächsten 3 Monaten. Deswegen sind auch die Scheine, die ich ausgesucht habe, nach wie vor die gleichen. Und ich sage das gleich wie letzte Woche. Die Basen haben sich ein bisschen geändert, aber insbesondere auch die Hebel. Aber die haben nach wie vor komplett ihre Gültigkeit, so wie sie da stehen. Müsst ihr mit dem Film kurz anhalten. Also nochmal, ich habe nicht so viel Angst. Ich habe das hier als wichtigen Widerstand und hier unten den Bereich von 14.650
als Support, als wichtigen Support, sollten wir ihn rausnehmen, machen wir wahrscheinlich ähnlich wie in Commerzbank, gerade eben so einen kleinen Doppelboden. Aber ich habe nicht so viel Angst, wirklich nicht. Gut, dann überlegt euch das nochmal mit dem Webinar nächste Woche, Samstag, Sonntag. Das ist immer recht lustig, wir sind immer viel am Lachen. Ansonsten wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.